Lassen wir einfach mal so stehen. Herrlich, könnten wir jetzt noch so eine Stunde so weitermachen. Volker Hegenbart ist bei uns, die wir noch mal ganz, ganz herzlich begrüßen und die ihren Urlaub im Januar, Volker, ganz anders verbracht hat, als man das so üblicherweise macht. Ich finde, das Reiseziel klingt erstmal sehr exotisch und sehr, sehr schön, Madagaskar. Mhm. Aber du hast dort was gemacht? Ich war zum dritten Mal, habe ich den Januar auf dem Hospitalschiff Mercy Ship verbracht. Das ist eine amerikanische Hilfsorganisation, die immer 10 Monate in einem Land ankert und dort Menschen versorgt, die Hilfe benötigen. Das ist das Schiff, ne, das wir hier sehen, so ein Krankenhausschiff. Das ist die Africa Mercy. Und wir fanden das so eine tolle Geschichte, dass wir mal mehr darüber wissen wollten. Also gibt da auch in Deutschland unglaublich viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die für 0 Pfennig, 0 Euro sehr wertvolle Arbeit machen. Das Foto, das wir da eben gesehen haben, was war das für ein Bild? Jetzt hab ich's vielleicht können wir das noch mal zeigen, ganz kurz. Achso, das ist beim Eye-Screening. Also es werden immer Screenings gemacht, ob die Menschen behandelt werden können. Also in dem Fall wird grauer Star behandelt und quasi von den Ärzten vor Ort geguckt, hat das Kind wirklich grauer Star, und dann kriegt es einen Operationstermin und wird aufs Schiff eingeladen, um dort kostenfrei operiert zu werden. So, und du hast dort Dinge erzählt, die ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann. Das ist, glaube ich, aus dem Innenleben, aus dem Bauch sozusagen dieses Schiffes. Ja, da wird der graue Star operiert. Der OP-Saal, wenn man so will. Einer. Ja. So, und dort kommen Kinder rein, die erblindet sind, schon in sehr, sehr jungen Jahren. Mhm. Das heißt, die gehen raus und sehen zum ersten Mal ihre Eltern. Muss ich mir das so vorstellen? Ja. Einen Tag später werden die sogenannten Eye-Patches, also so eine Art Schutzhülle, abgenommen. Und die sehen dann zum ersten Mal ihre Mutter. Was für ein magischer Moment, ne? Da stehst du doch immer alle sehr viele Taschentücher. Das ist alles sehr bewegend. Das glaube ich. Warum erblinden die in diesem Alter? Das weiß ich nicht. Das ist landesspezifisch auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel die Malagassen haben jetzt bessere Augen als die Kongolesen. Da weiß ich, kenne ich die Statistiken nicht so. Wenn wir von vorne mal anfangen, Bocke, wann hast du das erste Mal davon gehört, von dieser Geschichte? Vor 4 Jahren hat meine liebe Kollegin Alexa Maria Surhold, die viele aus In aller Freundschaft kennen, beim Mittagessen davon erzählt, dass sie eine Reise gemacht hat, die ihr Leben verändert hat. Und da war ich ganz hellhörig und habe gedacht, was ist wohl passiert? Und dann hat sie von ihrem Aufenthalt auf dem Mercy Ship erzählt. Sie war selber 3,5 Wochen auf dem Schiff, hat dort gespült und hat einfach dieses Schiff unterstützt, die Ärzte unterstützt, die dort vor Ort eben diese Operation ausführen, und war so begeistert. Und ich war gerade auf der Suche nach etwas, was ich für mich privat als Wolke machen kann, und war sofort begeistert und bin dann dahin gefahren. Die sitzt im Allgäu, weil es dort Räume gibt, die keine Miete kosten. Und dann bin ich da hingefahren, habe die Herrschaften kennengelernt und bin ich informiert worden, was diese Organisation macht. Und ja, ein Jahr später war ich dann, im Januar 2013, war ich in Guinea in Westafrika zum ersten Mal dort. So, und wenn man sich mal ein bisschen mit deiner Biografie auch beschäftigt, dann merkt man, das ist jetzt mehr als nur ein PR-Gag, sage ich mal, despektierlich. Gibt ja immer wieder dann auch Menschen, die das auch sehr inszenieren, finde ich, teilweise auf eine fast schon unangenehme Art und Weise. Du machst das seit vielen, vielen Jahren, bist da wirklich sehr engagiert und auch tief drin in dieser ganzen Thematik, auch sehr nachhaltig bei dieser ganzen Geschichte. Ja. Deswegen wollten wir eben mehr darüber wissen. Wenn man dann auf so ein Schiff kommt, was erlebt man dort? Mit was für Problemen, gesundheitlichen Sorgen, mit welchen Erkrankungen kommen die Leute auf dieses Schiff? Ja, das ist, wie man sich vorstellen kann, sehr vielschichtig. Das Schiff hat sich darauf spezialisiert, Operationen durchzuführen, die es im Land nicht gibt. Das ist aber interessanterweise, geht es beim Zahnarzt los. Es gibt Länder, da gibt es keine Zahnärzte. Mhm. Und nicht wenige, sondern gar keine. Sprich, da gibt es Screenings für die Zahnklinik, die immer lokal auch aufgebaut wird, in einem Gebäude extern vom Schiff. Und da stehen dann jeden Dienstag und jeden Donnerstag 300 Menschen mit Zahnschmerzen die Straße runter. Und es stimmt die Geschichte, dass dort Menschen auch anzutreffen sind, die zum Beispiel eine harmlose Entzündung in der Zahnwurzel haben? Also einer dieser Herren wurde dann von der Zahnklinik aufs Schiff weitergeleitet sozusagen, weil die Wurzelentzündung schon bis in die Lunge war. Also der Eiter stand schon bis in der Lunge. Und das ist einfach, der wurde dann bei uns auf der Intensivstation behandelt, weil der fast daran gestorben wäre. Und das kann man sich hier einfach nicht vorstellen. Und jeder, der mal Zahnschmerzen hatte, dem ist das, glaube ich, ein Begriff. Bei der Bundeswehr oder auch woanders. Also es gibt ja unterschiedliche. Da sind wir nämlich alle gleich. Ja. Mhm. Und dann ist halt, die Idee ist einfach, kranken Menschen zu helfen. Und da muss man Entwicklungshilfe nicht kritisch betrachten. Da muss man kein politisches System für analysieren. Mhm. Da kann man einfach sagen, das sind Menschen wie du und ich. Und die sind einfach mal an einem echt extrem schlechten Ort auf der Welt geboren worden. Und dieses Schiff geht da einfach hin und sagt, egal wer du bist Moslem, du bist Christ, du bist Jude, das ist uns alles egal, wir helfen dir. Und das hat mich. Weil du das gerade ansprichst, gibt es da Misstrauen auch? Also, dass man sagt, ja?
Also am Anfang, wenn das Schiff neu ins Land kommt, das ist fast ein bisschen biblisch, weil da fährt dann so ein weißes Schiff ein und sagt, wir helfen euch allen umsonst. Und die Leute denken so, ja, genau. Also, das haben schon viele gesagt. Genau, wo gibt es schon was umsonst? Und dann gibt es oft Gerüchte, wir würden Organe entnehmen und die nach Amerika schicken oder irgendwelche wilden Sachen. Kann ich mir vorstellen. Und wenn dann aber die Leute, die ersten Patienten aufs Schiff kommen und operiert und geheilt das Schiff wieder verlassen, dann ist ja das Gerücht leicht zu widerlegen. Also dann fängt das Vertrauen so an und dann kommen eben Menschen aus dem ganzen Land. In Madagaskar sind die Verkehrswege so unglaublich unwegsam und kaum asphaltiert, dass Menschen 3 Tage reisen, um überhaupt zum Schiff zu kommen. Also allein die Anreise ist schon ein Abenteuer. Das heißt, weiße Christen helfen sozusagen muslimischen Erkrankten in dem Fall? Ja, in Guinea gibt es 98% Muslime. Ja, ja, genau. Und wie reagieren die dann darauf? Ja, es gibt eine ganz süße Geschichte, weil da kam ein Mann mit seinen 4, glaube ich, blinden Kindern zu uns. Das war wahrscheinlich eine Erbkrankheit, jedenfalls konnten wir aber helfen. Und er fragte dann am Eingang, ob er jetzt zu Jesus beten müsse. Und die so, nein, nein, wir machen das, weil wir daran glauben, eben Nächstenliebe zu praktizieren. Aber ihr müsst gar nichts machen, wir operieren auch so. Und als er da mit seinen 4 sehenden Kindern wieder ging, hat er wohl gesagt, I'm gonna pray to Jesus, just in case. Also für den Fall, dass es doch vielleicht... Werde ich jetzt auch mal ein bisschen zu Jesus beten. Genau, so. Und das ist für mich Völkerverständigung. Und das ist das gerade, wo die Welt ja gerade so irgendwie aus den Angeln zu geraten scheint. Eine gute Idee. Ja, unbedingt. Wolke, was hat es mit dem folgenden Bild auf sich? Ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die durch die Presse ging. Ja, ist ein Mann. Ist Sambani. Ja. Sambani kam in der letzten Woche meines Aufenthalts in Madagaskar und hat einen 7,26 Kilo Tumor am Hals. Das, was man da sieht, ist ein gutartiger Tumor. Und wie Dr. Gary auf dem Schiff immer so schön sagt, gutartig ist es nur, wenn man es entfernen kann. Weil wenn sowas 19 Jahre wächst, ja, wie bei dem Herrn, dann wird es einfach immer größer. Mhm. Du verlierst deinen Job, deine Frau verlässt dich, also die ganze soziale Kette, die da dranhängt. Und jetzt nach 20 Jahren konnten wir diesen Mann in einer 13, also wir, die Ärzte, in einer 13-Stunden-OP diesen Tumor entfernen. Und der brauchte dann... So, das sehen wir hier. Das sehen wir, das ist Sambani am Tag nach der OP. Aber da geht's ja dann noch weiter, ne? Ja, und Tumore Parasiten sind und die böse Fähigkeit haben, sich genau in die Hauptblutversorgung zu setzen, verliert für gewöhnlich jeder Patient sehr viel Blut in einer OP. Und wo kriegt man Blut her, wenn man in Ostafrika sitzt? Man spendet. Das heißt, das Schiff ist eine eigene Blutbank. Das heißt, alle mit der Blutgruppe A positiv waren aufgerufen, Blut zu spenden. Und er hat dann 11 Blutkonserven von 11 Menschen aus diesem Schiff bekommen. Das heißt, sein ganzer Blutkreishaushalt ist einmal ausgetauscht. Der lebt jetzt quasi mit, also ich war die falsche Blutgruppe, aber mit unser aller Blut lebt dieser Mann jetzt eben weiter. Und das sind schon sehr bewegende Momente für die Crew, für diesen Mann selber. Das ist lebensverändernd, diese Maßnahme. Und du sagtest in einem Vorgespräch, das Leid der Frauen in Afrika ist unvorstellbar. Ja. Ich habe das immer so wahrgenommen, auch auf vielen Reisen durch Afrika, dass Frauen vor allen Dingen die sind, die den ganzen Laden erstmal zusammenhalten. Ja, also die halten das ganze Ding am Laufen, so wie es bei uns eigentlich auch meistens ist. Aber warum das Leid der Frauen? Was ist dort konkret, wenn wir über dieses Schiff sprechen, der springende Punkt? Da gibt es eine Operation, die vaginale Fistula. Das ist bei schweren Geburten ohne Hilfe irgendwo im Busch, wo vielleicht das Kind nicht gleich rauskommt und die Frau eine Woche in den Wehen liegt, stirbt Gewebe ab. Das heißt, nach den schweren Geburten, wofür gewöhnlich das Kind eh schon stirbt, weil es den Prozess nicht überlebt, sind diese Frauen inkontinent. Und zwar dauerhaft. Das Gewebe ist einfach kaputt. Und dann gibt es Frauen, und das sind ungefähr, man schätzt so 500.000, die inkontinent sind. Aber in Afrika gibt es also zumindest dort keine Windeln, keine Versorge, keine Operation. Es gibt ein Hospital in Addis Abeba, das diese Operation durchführt und eben auch das Mercy Ship. Das heißt, es gibt immer die sogenannten WWF-Ladies als Abkürzung. Die kommen dann, das wird wochenweise so organisiert, dass die passenden Chirurgen natürlich auch da sind, die das operieren können. Und in über 90% der Fällen kann diesen Frauen, manchmal sind sie auch erst 16, geholfen werden. Und die gehen eben sozusagen trocken von diesem Schiff wieder runter. Aber das muss man sich vorstellen, da gibt es Geschichten von Frauen, die 8 Jahre auf einem Eimer sitzen. Also das ist einfach unvorstellbar. Und wenn es dann diesen Gottesdienst gibt zur Entlassung, dann kriegen die neues Gewand und eben Make-up und Haare und alles neu. Weil die fangen nicht ein bisschen neues Leben an, die fangen einfach ein komplett neues Leben an. Und wenn die dann ihre Geschichte erzählen, eine Frau war 20 Jahre inkontinent, von 20 bis 40. Die beste Zeit ihres Lebens, ne? Ich
Ich weiß gar nicht, wie man das. Natürlich verlässt einen der Mann und man sitzt irgendwo außerhalb der Hütte, so gerade noch von Hyänen geschützt, irgendwo in so einem Verschlag, weil das riecht ja auch. Also ich meine, das ist einfach nicht mehr gesellschaftsfähig. Das gilt in Afrika genauso wie hier. Mhm. Du hast über Noma-Patienten gesprochen. Ja. Was ist das, Noma-Patienten? Noma ist eine bakterielle Infektion, die gerade unterernährte Menschen betrifft, weil ihr Immunsystem nicht gesund ist und die Menschen eh schon Mangel haben. Das sind die Symptome, die wir dann sehen. Ohne Nase. Genau, das ist eine Infektion, die könnte man mit Antibiotika behandeln. Die gibt es aber nicht, also frisst sich diese. Oft ist es auch tödlich, aber wenn man es überlebt und die Infektion irgendwie irgendwann doch vom Körper gestoppt wird, dann sind meistens große Teile des Gesichts schon weg. Also manchmal die ganzen Lippen, die Wange oder eben die Nase. Wahnsinn. Dann kommen Menschen aufs Schiff zu uns oder zu den Ärzten, die einfach Löcher im Gesicht haben. Das ist schon. Und da gibt es dann plastische Chirurgen, die das wiederherstellen genau, und das auch ist können? Rekonstruktive plastische Chirurgie. Da gibt es dann auch die Wochen für. Jetzt, wenn die Frauen sozusagen behandelt sind, dann kommen plastische Wochen oder umgekehrt. Und da kommen dann plastische Chirurgen aus der ganzen Welt und spenden ihren Urlaub wiederum. Die kommen umsonst, wir zahlen unsere eigene Anreise, wir zahlen unsere Kost und Logis. Weil ein Spender spendet ja nicht, sage ich mal, 1000 Euro, damit ich einen Kaffee trinken kann, sondern damit dem Patienten geholfen wird. Das heißt, ich zahle, ach ja, meine Kabine. Wie viele Leute schlafen acht. Da drin? Acht. Ja. Und das war jetzt meine, genau, ich war oben. Da kann man auch nicht sitzen, leider. Aber ansonsten geht es extrem gut. Es ist halt wie Jugendherberge. Das heißt, was hast du dort gemacht? Was war genau dein Job? Also ich habe Verschiedenes schon gemacht, weil ich schon dreimal da war. Aber das ist jetzt aus der Mensa oder aus der Kantine, wo mittags 600 Leute verköstigt werden. Und da muss man eben spülen. Und das Essen muss ja jemand dahinstellen und es muss auch jemand hinter dem Boden putzen. Und wir versuchen halt sozusagen die Kantine am Laufen zu halten. Und ja, da fängt eben um 5.30 Uhr morgens der Spüldienst an, weil um 6 Uhr gibt es Frühstück. Und da hätte man gerne eine saubere Tasse und auch schon einen Kaffee. Ja. Und das kann ich verstehen. Und deswegen habe ich quasi die Tassen gespült. Und bist dir da auch für nichts zu schade? Letzte Frage, Wolke. Was macht das mit einem? Wie verändert das den Blick auf die Welt? Wenn du in einer Situation bist, in der du merkst, da ist jetzt jemand an einer schlimmen Augenkrankheit zum Beispiel erkrankt und erblindet, weil einfach diese 2-3 Cent nicht da waren, um dieses Antibiotikum zum Beispiel bereitzustellen. Ja, man kommt dankbar und demütig zurück. Man kann es ja gar nicht verhindern. Also da muss man gar nicht hingehen und denken, ich mache jetzt was Tolles. Sondern die reine Erfahrung, das reine Leid, was einem vor der Nase sitzt plötzlich. Und nicht auf dem Bildschirm, sondern man steht ja vor diesen Menschen. Man spricht mit diesen Menschen, man hört die Geschichten dieser Menschen. Ich teile eh die gute Meinung über Deutschland, aber vorher auch schon, aber natürlich jetzt mehr denn je. Und ich bin so dankbar, dass ich in Deutschland geboren wurde, das kann ich gar nicht sagen. Das kann ich nachvollziehen. Wie trägt sich das? Wie finanziert sich das? Du hast eben gesagt, es geht über Spenden. Das heißt, genau, das ist eine sogenannte NGO? Eine sogenannte Nichtregierungsorganisation, die sich selbst trägt. Und das Schiff lebt von Spenden. Ausschließlich. Und deswegen müssen eben alle ihren Beitrag, also es ist quasi, man kann Geld spenden, wenn man eben nicht nach Westafrika oder Ostafrika möchte. Bei mir ist es umgekehrt. Ich finde Spenden ja, aber ich mache lieber was. Also für mich war es ja die Suche nach etwas, wo ich wirklich anpacken kann und nicht nur mal gucken oder so, da so vorbeilaufe und eigentlich wieder nach Hause fahre. Und das ist so hands-on, wie die sagen. Das ist einfach genau meins. Da kann man was machen und das macht Sinn. Und da aus dem Sinn muss ich mich nun wirklich nicht fragen, sondern man spült und weiß genau, wieso. So, und hier sitzt nicht irgendeine Frau, die, keine Ahnung, Schülerin ist oder sonst, sondern eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen in Deutschland, die das erzählt. Wolke, danke dir ganz, ganz herzlich für den Besuch in der Sendung. Beim nächsten Mal reden wir weiter und ausführlich darüber. Bedanke mich ganz, ganz herzlich auch bei den anderen Gästen der Sendung. Zunächst mal bei Hans-Martin Tillack, der ein sehr... Beim Mittagessen davon erzählt, dass sie eine Reise gemacht hat, die ihr Leben verändert hat. Und da war ich ganz hellhörig und habe gedacht, was ist wohl passiert? Und dann hat sie von ihrem Aufenthalt auf dem Mercy Ship erzählt. Sie war selber 3,5 Wochen auf dem Schiff, hat dort gespült und hat einfach dieses Schiff unterstützt, die Ärzte unterstützt, die dort vor Ort eben diese Operation ausführen und war so begeistert. Und ich war gerade auf der Suche nach etwas, was ich für mich privat als Wolke machen kann und war sofort begeistert und bin dann dahin gefahren. Die sitzt im Allgäu, weil es dort Räume gibt, die keine Miete kosten. Und dann bin ich da hingefahren, habe die Herrschaften kennengelernt und bin ich informiert worden, was diese Organisation macht.
Und ja, ein Jahr später war ich dann, im Januar 2013, war ich in Guinea in Westafrika zum ersten Mal dort. So, und wenn man sich mal ein bisschen mit deiner Biografie auch beschäftigt, dann merkt man, das ist jetzt mehr als nur ein PR-Gag, sage ich mal, despektierlich. Gibt ja immer wieder dann auch Menschen, die das auch sehr inszenieren, finde ich, teilweise auf eine fast schon unangenehme Art und Weise. Du machst das seit vielen, vielen Jahren, bist da wirklich sehr engagiert und auch tief drin in dieser ganzen Thematik, auch sehr nachhaltig bei dieser ganzen Geschichte. Ja. Deswegen wollten wir eben mehr darüber wissen. Wenn man dann auf so ein Schiff kommt, was erlebt man dort? Mit was für Problemen, gesundheitlichen Sorgen, mit welchen Erkrankungen kommen die Leute auf dieses Schiff? Ja, das ist, wie man sich vorstellen kann, sehr vielschichtig. Das Schiff hat sich darauf spezialisiert, Operationen durchzuführen, die es im Land nicht gibt. Das ist aber interessanterweise, geht es beim Zahnarzt los. Es gibt Länder, da gibt es keine Zahnärzte. Mhm. Und nicht wenige, sondern gar keine. Sprich, da gibt es Screenings für die Zahnklinik, die immer lokal auch aufgebaut wird, in einem Gebäude extern vom Schiff. Und da stehen dann jeden Dienstag und jeden Donnerstag 300 Menschen mit Zahnschmerzen die Straße runter. Und es stimmt die Geschichte, dass dort Menschen auch anzutreffen sind, die zum Beispiel eine harmlose Entzündung in der Zahnwurzel haben? Also einer dieser Herren wurde dann von der Zahnklinik aufs Schiff weitergeleitet sozusagen, weil die Wurzelentzündung schon bis in die Lunge war. Also der Eiter stand schon bis in der Lunge. Und das ist einfach, der wurde dann bei uns auf der Intensivstation behandelt, weil der fast daran gestorben wäre. Und das kann man sich hier einfach nicht vorstellen. Und jeder, der mal Zahnschmerzen hatte, dem ist das, glaube ich, ein Begriff. Bei der Bundeswehr oder auch woanders? Also es gibt ja unterschiedliche. Da sind wir nämlich alle gleich. Ja. Mhm. Und dann ist halt, die Idee ist einfach, kranken Menschen zu helfen. Und da muss man Entwicklungshilfe nicht kritisch betrachten, da muss man kein politisches System für analysieren. Mhm. Da kann man einfach sagen, das sind Menschen wie du und ich und die sind einfach mal an einem echt extrem schlechten Ort auf der Welt geboren worden. Und dieses Schiff geht da einfach hin und sagt, egal wer du bist Moslem, du bist Christ, du bist Jude, das ist uns alles egal, wir helfen dir. Und das hat mich. Weil du das gerade ansprichst, gibt es da Misstrauen auch? Also, dass man sagt, ja? Also am Anfang, wenn das Schiff neu ins Land kommt, das ist fast so ein bisschen biblisch, weil da fährt dann so ein weißes Schiff ein und sagt, wir helfen euch allen umsonst. Und die Leute denken so, ja, genau. Also, das haben schon viele gesagt. Genau, wo gibt es schon was umsonst? Und dann gibt es einen echt extrem schlechten Ort auf der Welt geboren worden. Und dieses Schiff geht da einfach hin und sagt, egal wer du bist Moslem, du bist Christ, du bist Jude, das ist uns alles egal, wir helfen dir. Und das hat mich. Weil du das gerade ansprichst, gibt es da Misstrauen auch? Also, dass man sagt, ja? Also am Anfang, wenn das Schiff neu ins Land kommt, das ist fast so ein bisschen biblisch, weil da fährt dann so ein weißes Schiff ein und sagt, wir helfen euch allen umsonst. Und die Leute denken so, ja, genau. Also, das haben schon viele gesagt. Genau, wo gibt es schon was umsonst? Und dann gibt es oft Gerüchte, wir würden Organe entnehmen und die nach Amerika schicken oder irgendwelche wilden Sachen. Kann ich mir vorstellen. Und wenn dann aber die ersten Patienten aufs Schiff kommen und operiert und geheilt, das Schiff wieder verlassen, dann ist ja das Gerücht leicht zu widerlegen. Also dann fängt das Vertrauen so an und dann kommen eben Menschen aus dem ganzen Land. In Madagaskar sind die Verkehrswege so unglaublich unwegsam und kaum asphaltiert, dass Menschen 3 Tage reisen, um überhaupt zum Schiff zu kommen. Also allein die Anreise ist schon ein Abenteuer. Das heißt, weiße Christen helfen sozusagen muslimischen Erkrankten in dem Fall? Ja, in Guinea gibt es 98% Muslime. Ja, ja, genau. Und wie reagieren die dann darauf? Ja, es gibt eine ganz süße Geschichte, weil da kam ein Mann mit seinen 4, glaube ich, blinden Kindern zu uns. Das war wahrscheinlich eine Erbkrankheit, jedenfalls konnten wir aber helfen. Und er fragte dann am Eingang, ob er jetzt zu Jesus beten müsse. Und die so, nein, nein, wir machen das, weil wir daran glauben, eben Nächstenliebe zu praktizieren. Aber ihr müsst gar nichts machen, wir operieren auch so. Und als er da mit seinen 4 sehenden Kindern wieder ging, hat er wohl gesagt, I'm gonna pray to Jesus, just in case. Also für den Fall, dass es doch vielleicht... Werde ich jetzt auch mal ein bisschen zu Jesus beten. Genau, so. Und das ist für mich Völkerverständigung. Und das ist das gerade, wo die Welt ja gerade so irgendwie aus den Angeln zu geraten scheint. Eine gute Idee. Ja, unbedingt. Wolke, was hat es mit dem folgenden Bild auf sich? Ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die durch die Presse ging. Ja, ist ein das Mann. Ist Sambani. Ja. Sambani kam in der letzten Woche meines Aufenthalts in Madagaskar und hat einen 7,26 Kilo Tumor am Hals. Das, was man da sieht, ist ein gutartiger Tumor. Und wie Dr. Gary auf dem Schiff immer so schön sagt, gutartig ist es nur, wenn man es entfernen kann. Weil wenn sowas 19 Jahre wächst, wie bei dem Herrn, dann wird es einfach immer größer. Du verlierst deinen Job, deine Frau verlässt dich, also die ganze soziale Kette, die da dranhängt. Und jetzt, nach 20 Jahren, konnten wir diesen Mann in einer 13, also wir, die Ärzte, in einer 13-Stunden-OP diesen Tumor entfernen. Und der brauchte dann... So, das sehen wir hier. Das sehen wir, das ist Sambani am Tag nach der OP. Aber da geht's ja dann noch weiter, ne? Ja,
Tumore Parasiten sind und die böse Fähigkeit haben, sich genau in die Hauptblutversorgung zu setzen, verliert für gewöhnlich jeder Patient sehr viel Blut in einer OP. Und wo kriegt man Blut her, wenn man in Ostafrika sitzt? Man spendet. Das heißt, das Schiff ist eine eigene Blutbank. Das heißt, alle mit der Blutgruppe A positiv waren aufgerufen, Blut zu spenden. Es organisiert. Ist organisiert, ja. Dass die passenden Chirurgen natürlich auch da sind, die das operieren können. Und in über 90% der Fällen kann diesen Frauen, manchmal sind sie auch erst 16, geholfen werden. Und die gehen eben sozusagen trocken von diesem Schiff wieder runter. Aber das muss man sich vorstellen, da gibt es Geschichten von Frauen, die 8 Jahre auf einem Eimer sitzen. Also das ist einfach es ist unvorstellbar. Und wenn es dann diesen Gottesdienst gibt zur Entlassung, dann kriegen die neues Gewand und eben Make-up und Haare und alles neu. Weil die fangen nicht ein bisschen neues Leben an, die fangen einfach ein komplett neues Leben an. Und wenn die dann ihre Geschichte erzählen, eine Frau war 20 Jahre inkontinent, von 20 bis 40. Ich weiß, die beste Zeit ihres Lebens, ne? Ich weiß gar nicht, wie man das... Natürlich verlässt einen der Mann und man sitzt irgendwo außerhalb der Hütte, so gerade noch von Hyänen geschützt, irgendwo in so einem Verschlag, weil das riecht ja auch. Also ich meine, das ist einfach nicht mehr gesellschaftsfähig. Das gilt in Afrika genauso wie hier. Du hast über Noma-Patienten gesprochen. Ja. Was ist das, Noma-Patienten? Noma ist eine bakterielle Infektion, die gerade unterernährte Menschen betrifft, weil ihr Immunsystem nicht gesund ist und die Menschen eh schon Mangel haben. Das sind Symptome, die wir dann sehen. Ohne Nase. Genau, das ist eine Infektion, die könnte man mit Antibiotika behandeln. Die gibt es aber nicht, also frisst sich diese... Oft ist es auch tödlich, aber wenn man es überlebt und die Infektion irgendwie irgendwann doch vom Körper gestoppt wird, dann sind meistens große Teile des Gesichts schon weg. Also manchmal die ganzen Lippen, die Wange oder eben die Nase. Wahnsinn. Dann kommen Menschen aufs Schiff zu uns oder zu den Ärzten, die einfach Löcher im Gesicht haben. Das ist schon... Und da gibt es dann plastische Chirurgen, die das wieder herstellen genau, und auch können? Genau, das ist rekonstruktive plastische Chirurgie. Da gibt es dann auch die Wochen für, jetzt, wenn die Frauen sozusagen behandelt sind, dann kommen plastische Wochen oder umgekehrt. Und da kommen dann plastische Chirurgen aus der ganzen Welt und spenden ihren Urlaub wiederum. Die kommen umsonst, wir zahlen unsere eigene Anreise, wir zahlen unsere Kost und Logis. Weil ein Spender spendet ja nicht, sag ich mal, 1000 Euro, damit ich einen Kaffee trinken kann, sondern damit dem Patienten geholfen wird. Das heißt, ich zahle, meine Kabine. Wie viele Leute schlafen da drin? Acht. Ja. Und das war jetzt meine, ich war oben. Da kann man auch nicht sitzen, leider. Aber ansonsten geht es extrem gut. Es ist halt wie Jugendherberge. Das heißt, was hast du dort gemacht? Was war genau dein Job? Also ich habe Verschiedenes schon gemacht, weil ich schon dreimal da war. Aber das ist jetzt aus der Mensa oder aus der Kantine, wo mittags 600 Leute verköstigt werden. Und da muss man eben spülen. Und das Essen muss ja jemand dahinstellen und es muss auch jemand hinter dem Boden putzen. Und wir versuchen halt sozusagen die Kantine am Laufen zu halten. Und ja, da fängt eben um 5.30 Uhr morgens der Spüldienst an, weil um 6 Uhr gibt es Frühstück. Und da hätte man gerne eine saubere Tasse und auch schon einen Kaffee. Ja. Und das kann ich verstehen. Und deswegen habe ich quasi die Tassen gespült. Und bist dir da auch für nichts zu schade? Letzte Frage, Wolke. Was macht das? In Guinea, in Westafrika, zum ersten Mal dort. So, und wenn man sich mal ein bisschen mit deiner Biografie auch beschäftigt, dann merkt man, das ist jetzt mehr als nur ein PR-Gag, sage ich mal, despektierlich. Gibt ja immer wieder dann auch Menschen, die das auch sehr inszenieren, finde ich, teilweise auf eine fast schon unangenehme Art und Weise. Absolut. Du machst das seit vielen, vielen Jahren, bist da wirklich sehr engagiert und auch tief drin in dieser ganzen Thematik, auch sehr nachhaltig bei dieser ganzen Geschichte. Ja. Deswegen wollten wir eben mehr darüber wissen. Wenn man dann auf so ein Schiff kommt, was erlebt man dort? Mit was für Problemen, gesundheitlichen Sorgen, mit welchen Erkrankungen kommen die Leute auf dieses Schiff? Ja, das ist, wie man sich vorstellen kann, sehr vielschichtig. Das Schiff hat sich darauf spezialisiert, Operationen durchzuführen, die es im Land nicht gibt. Das ist aber interessanterweise, geht es beim Zahnarzt los. Es gibt Länder, da gibt es keine Zahnärzte. Mhm. Und nicht wenige, sondern gar keine. Sprich, da gibt es Screenings für die Zahnklinik, die immer lokal auch aufgebaut wird, in einem Gebäude extern vom Schiff. Und da stehen dann jeden Dienstag und jeden Donnerstag 300 Menschen mit Zahnschmerzen die Straße runter. Und es stimmt die Geschichte, dass dort Menschen auch anzutreffen sind, die zum Beispiel eine harmlose Entzündung in der Zahnwurzel haben? Also einer dieser Herren wurde dann von der Zahnklinik aufs Schiff weitergeleitet sozusagen, weil die Wurzelentzündung schon bis in die Lunge war. Also der Eiter stand schon bis in der Lunge. Und das ist einfach, der wurde dann bei uns auf der Intensivstation behandelt, weil der fast daran gestorben wäre. Und das kann man sich hier einfach nicht vorstellen. Und jeder, der mal Zahnschmerzen hatte, dem ist das, glaube ich, ein Begriff. Bei der Bundeswehr oder auch woanders. Also es gibt ja unterschiedliche... Da sind wir nämlich alle gleich. Ja.
Und, dann ist halt, die Idee ist einfach, kranken Menschen zu helfen. Und da muss man Entwicklungshilfe nicht kritisch betrachten, da muss man kein politisches System für analysieren. Da kann man einfach sagen, das sind Menschen wie du und ich und die sind einfach mal an einem echt extrem schlechten Ort auf der Welt geboren worden. Und dieses Schiff geht da einfach hin und sagt, egal wer du bist Moslem, du bist Christ, du bist Jude, das ist uns alles egal, wir helfen dir. Und das hat mich. Weil du das gerade ansprichst, gibt es da Misstrauen auch? Also, dass man sagt, ja? Also am Anfang, wenn das Schiff neu ins Land kommt, das ist fast so ein bisschen biblisch, weil da fährt dann so ein weißes Schiff ein und sagt, wir helfen euch allen umsonst. Und die Leute denken so, ja, genau. Also, das haben schon viele gesagt. Genau, wo gibt es schon was umsonst? Und dann gibt es oft Gerüchte, wir würden Organe entnehmen und die nach Amerika schicken oder irgendwelche wilden Sachen. Kann ich mir vorstellen. Und wenn dann aber die Leute, die ersten Patienten aufs Schiff kommen und operiert und geheilt das Schiff wieder verlassen, dann ist ja das Gerücht leicht zu widerlegen. Also dann fängt das Vertrauen so an und dann kommen eben Menschen aus dem ganzen Land. In Madagaskar sind die Verkehrswege so unglaublich unwegsam und kaum asphaltiert, dass Menschen 3 Tage reisen, um überhaupt zum Schiff zu kommen. Also allein die Anreise ist schon ein Abenteuer. Das heißt, weiße Christen helfen sozusagen muslimischen Erkrankten in dem Fall? Ja, in Guinea gibt es 98% Muslime. Ja, ja, genau. Und wie reagieren die denn darauf? Ja, es gibt eine ganz süße Geschichte, weil da kam ein